Gut, ich bedanke mich ganz herzlich zuerst mal für die Einladung, hier im Namen von der Occupy-Bewegung als Aktivist können meine persönliche Meinung vertreten. Es hat mich inspiriert, hier vor der Wirtschaftskammer zu stehen. Und ich habe dann sofort per Mail geschrieben, ja, dann aber nicht nur über Geld reden, reden wir dann auch über Wirtschaft. Und um das soll es eigentlich am Anfang gehen. Ich werde über drei Wörter reden. Das erste ist Wirtschaft, das zweite ist Arbeit, das dritte ist Geld. Das ist eine Reihenfolge, haben wir schon mal. Wirtschaft, Arbeit und Geld. Und ich werde auch inspirieren. Das ist eigentlich das Hauptziel. Ich werde das transparent machen, also nicht heimlich. Ich habe mir überlegt, zum gesellschaftlichen Veränderungen voranzutreiben, zum wirtschaftlichen Veränderungen voranzutreiben, zum überhaupt Veränderungen voranzutreiben, braucht es Menschen, die eine Veränderung sehen. Und zu Menschen könnte man jetzt unter Umständen Unternehmer nennen. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, Schöpfwort, wo ein Bedürfnis sieht, das Bedürfnis weiß zu befriedigen und dann seinen Erfolg oder ihren Erfolg am Markt als Reward würde ich sehen. Es ist mir wichtig, noch vorauszusagen, es geht da dabei jetzt nicht darum, die all diesen Wörter, die ich auch hier zeigen, nicht darum, dass es soll eine neue total gesellschaftliche Totalphilosophie geben soll. Es geht nicht darum, ein Konzept zu schreiben, die Gesellschaft von morgen, dann wird wissenschaftlich ausformuliert, wie es perfekt ist und gestritten, wer recht hat, und dann setzen wir es um. Sondern es soll inspirierend sein in dem Sinn, dass Menschen, freie Menschen, Menschen mit Ideen, die Möglichkeit haben, ihre Ideen, ihre Bedürfnisse, die sie sehen, mit ihrem Potenzial auszufüllen. In dem Sinn habe ich mir auch eine inspirierende Vortragsform überlegt, die ich jetzt das erste Mal ausprobiere und bin sehr gespannt auf das Feedback zu dieser Vortragsform. Ich werde hier oben mit ein paar sehr trivialen Bildchen einmal anfangen mit der Frage, was ist Wirtschaft? Die Wirtschaft bezeichnet die Summe von allen Tätigkeiten, wo wir als Spezies vollbringen, um unsere Bedürfnisse füreinander zu befriedigen. Das ist eine mögliche Wirtschaftsdefinition. Und die Bedürfnisse hätte ich jetzt hier mit drei Bildchen eingeteilt in Bedürfnisse im Bereich Nahrung, Bedürfnisse im Bereich Produkte und Bedürfnisse im Bereich Dienstleistungen. Das sind also ressourcenintensive Sachen. Das ist speziell das, was total lebensnotwendig ist und das, wo eigentlich keine greifbare Ressource zugrunde liegt im Allgemeinen. Das Wirtschaftssystem, wo wir drin leben, wo ich so erlebe, funktioniert grundsätzlich so, dass man ein Bedürfnis sieht oder eine Knappheit sieht, wo ein Bedürfnis erzeugt. Die Knappheit dann dort durch ein Produkt befriedigen und damit am Markt Geld verdienen. Wenn man das macht, da Geld verdient, durch Befriedigung von einem Bedürfnis, dann ist man ein erfolgreicher Marktteilnehmer und man bekommt unter dem Strich mehr raus, als man investiert hat und man macht einen Gewinn. Der Gewinn führt zu einem exponentiellen Wachstum, wenn es immer Gewinn gibt. Und der Gewinn führt zu einem Wachstumszwang, wenn sich die gesamte Wirtschaft darauf ausrichtet, dass es immer Wachstum gibt. Die Wachstumskurve ist etwas, wo man alleine natürlich könnte wochenlang darüber diskutieren. Die Wachstumskurve habe ich jetzt hier mit einem Prozentzeichen zusammengesetzt. Soll den Gedankengang zeigen, dass Profit, was ganz ein normaler
fallisch in unserer Wirtschaft zu Wachstum führt. Und Wachstum in dem Sinn auch zu Geldwachstum führt. Und Geldwachstum ist, weil Geld immer als Schuld entsteht, also jeder Franken, der existiert, hat auch eine Repräsentation als Schuldfranken. Jeder Vermögensfranken ist gleichzeitig ein Schuldfranken. Es gibt ja keine Geldschöpfung, ohne dass das Geld gleichzeitig entsteht und irgendwo muss zurückgezahlt werden. Geld entsteht im Kreditprozess. Das ist symbolisiert da mit dem Geldvermögen, wo da oben aufgeht, und dem Schuldenbetrag, wo gleichzeitig entsteht. Das ist eigentlich die Grundgeldkritik, wo in den Occupy-Kreisen sehr verbreitet ist, wo jetzt auch im Großen ist, wo es verschiedene Bewegungen und auch zwei Volksinitiativen gibt in nächster Zeit, wo sich mit Teilaspekten von dem beschäftigt. Also, to profit from someone, so ist es mir rausgerutscht auf dem Podium vom Open Forum am WEF. Also Profit ist gleich Wachstum und Wachstum ist gleich Wirtschaftswachstum, ist gleich Geldwachstum, also nicht genau gleich, aber hängt sehr stark zusammen. Und Geldwachstum ist gleich Schuldenwachstum. Gibt es da dazu soweit Fragen? Ich verstehe nicht, wieso Geldwachstum gleich Schuldenwachstum ist. Zu dem Thema alleine redet der Professor Bernd Zell vom 22. Anderthalb Stunden in der Roten Fabrik. Aber das zusammenfassen. Es ist schwierig, das zusammenzufassen. Es ist ich kann es, glaube ich, schlussendlich gleich einlassen. Ich habe 1984 noch ein Taschenbuch der Wirtschaft. Das ist als Geldschöpfung dringend beschrieben. Es ist etwas, wo in den Ökonomiestudiengängen eigentlich erst im vorgeschrittenen Studium erklärt wird und dann als Paradoxie führt. Aber es gibt da mehrere Sachen, wie zum Beispiel auch, dass alle Marktteilnehmer, das kommt zwar später noch, dass alle Marktteilnehmer immer vollkommen orientiert und total rational werden sie. Und so. Also es gibt ein paar Paradox oder so ein bisschen ausgesprochene Informationen in unserem Wirtschaftssystem. Wenn ich jetzt das da auch wieder reihe. Der Professor Bernd Senf nennt defekt das dritte Bankgeheimnis. Und erkläre uns gerne mal, wenn wir jetzt würdet irgendeinen Zettel nehmen und ich wäre jetzt der Bank und ich würde aufschreiben 100 Schweizer Franken, Unterschrift und einen Kredit vergeben. Dann ist 100 Franken entstanden. So entsteht das Geld. Bei der Bank steht dann auf der einen Seite von der Buchhaltung 100 Franken, auf der anderen Seite steht auch 100 Franken. Das Geld ist einfach so entstanden, die Nationalbank hat so weit noch nichts damit zu tun. Allerdings, wenn dann der Geldbetrag nicht deckt ist mit einer Mindestdeckung, wo meines Wissens, also die Eigenkapitalquote der Schweiz bei der Bank um die 2-3% ist, sonst ist es aber auch um die 10% und es ist sehr unterschiedlich, wie man das berechnet, das ist jetzt also da sehr, sehr ungenau gesagt. Wenn das dann nicht deckt ist, dann muss man Eigenkapital darunter legen. Aber wenn man jetzt eine Kapitalerhöhung macht, also wenn eine Bank Nationalbankgeld bekommt, kann sie es Vielfaches vor dem Geld an Kredit vergeben. Und das heißt, die Mehrheit vom Geld, wo in Frankenform bei uns inklusive Giralgeld, muss man dann sagen, nicht nur Banknoten, sondern inklusive Giralgeld auf den Bankkonten rum ist von den Grossbanken erzeugt worden. Ist insoweit richtig. Wie gesagt, die Formel basiert natürlich irgendwo auf Sachen, die auch zum Beispiel in der Physik nicht möglich sind. Weil du hast immer, wenn du irgendwas tust, hast du eine Reibung drin. Und die ganzen volkswirtschaftlichen Formeln lassen diese Reibung außen vor. Sie gehen immer von perfekten Marktteilnehmern aus. Und man hat auch noch zusätzlich Reibung in den letzten Jahren herausgenommen. Die Banken müssen nur noch sehr geringe Mindestreserven bei den Nationalbanken halten, wenn überhaupt. Das war ja immer, wo man gesagt hat, sonst kannst du ja Geld schöpfen bis in alle Ewigkeit arm.
Und dadurch, dass du diese Mindestreserve hast, diesen Mindestreservesatz, den sie vorhalten müssen, und dadurch, dass du auch ein gewisses Eigenkapital hast, geht dieses Spiel nur eingeschränkt. Das ist eine gewisse Reibung, die du drin hattest, wo wir jetzt rausgenommen haben an Reibung, dadurch, dass die Nationalbanken sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir blähen jetzt einfach mal die Geldsumme so lange auf, bis unsere Schulden nichts mehr wert sind. Das ist das Gleiche, was wir irgendwo 1700 anno Topak in Frankreich erlebt haben, wo dann auch der Erste auf die Idee kam, okay, wir machen mal Papiergeld. Das ging so lange gut, bis dann den Leuten den Papiergeld nicht mehr vertraut haben. Ist das witzig, klar? Also ich hoffe, sind jetzt fast alle Leute einfach mal verblüfft. Das wäre die Inspiration, wo zu dem Teil ich die beste finde, die beste Erfolg. Ich habe jetzt, denke, der erste Quadrant hier oben zwischen den Begrifflichkeiten, das ist jetzt total assoziativ, hat mit der Logik nichts zu tun, die Anordnung von der Begrifflichkeit mache. Die würde ich mal gerne füllen mit ein paar Fällen von Marktversagen. Da haben wir ja in der Markttheorie immer von einem perfekten Markt ausgehen, also mit allen Annahmen, kann man eigentlich sagen, dass Profit immer ein Indiz für Marktversagen ist oder für Innovation. Also entweder ist durch Innovation etwas Neues entstanden, etwas tatsächlich Neues passiert, oder dann ist das Marktversagen, die Leute haben einfach zu viel Zeit. Das Marktversagen passiert aber auch noch in anderen Fällen. Wir haben, jetzt meine ich nicht mehr im strengen Sinn da das Geldwachstum oder das Wirtschaftswachstum, sondern ich meine dort der Drang, nur rentable Investitionen zu tätigen. Also da eigentlich der Drang nach Wirtschaftswachstum. Der Drang nach Wirtschaftswachstum führt in unserer Nahrungsmittelindustrie zu erheblichen ungewünschten Nebeneffekten. Zum Beispiel, dass, ich habe es gegoogelt und irgendwie gesehen, das ist also so ein Zeichen für Toxik. Wenn es solche Schilder gemalt werden, was ich nicht gesehen. Also es führt zu Vergiftung und Degradierung von Böden, Desertifikation, Abholzungsprojekte, Überfischung von dem Meer etc. Das sind Ausbeutungsproblemfälle von natürlichen Ressourcen, wo folgende Generationen werden schwer zu schaffen machen, wo grundsätzlich das Problem ist. Im Bereich von der Dienstleistungen haben wir jetzt auch ein starkes Wort, es gibt Krieg und Waffenproduktion aufgrund von Rentabilitätsdruck. Wir haben in der Schweiz die Waffeninitiative gehabt. Es ist jetzt gerade weltweit von dem Kony 2012 Film gedreht. Und es ist eigentlich noch verrückt, wenn jetzt da 36 Millionen Menschen innerhalb von 2-3 Tagen den Videofilm sehen, wo es darum geht, man soll doch bitte amerikanische Soldaten nach Uganda schicken, damit sie den einen schwarze böse Mann töten können. Es wäre vielleicht auch jetzt anzudenken, dass man zuerst die Waffenlieferungen nach Afrika reduzieren oder gar stoppen, vielleicht weltweit. Es könnte unter Umständen ein nachhaltigerer Weg sein, wieder einfach einen grossen Militärstützpunkt der USA mit in Afrika zu installieren, im Namen der Menschlichkeit. Es gibt auch noch ganz andere Bereiche in der klassischen Kernwirtschaft, in der Produktionswirtschaft, die so wahnsinnig bunt hat, seit wir im Ölzeitalter sind, mit dem Wirtschaftswachstum. Ich habe hier aufgeschrieben Handytüren. Also der Drang im Kommunikationsbusiness, Rentabilität erzeugen, führt nach meiner Meinung dazu, dass man von drei verschiedenen Anbietern je einen Handyturm aufstellt. Also dreimal zu viel Ressourcen, dreimal zu viel Aufwand. Weiteres Beispiel sind so Ladegeräte, die man braucht, um irgendwelche elektronischen Geräte aufzuladen. Hätten wir hier einen einheitlichen Stecker, dann bräuchten wir auch nur ein Ladegerät pro Spark. Da die meisten Sachen heutzutage schon dort angehen, oder viele. Jetzt 5 Volt geladen zu werden, könnte man heute schon sehr viel Ladegeräte zum Beispiel einfach ersetzen, wenn man sich nur auf einen Stecker bezieht. Aber der Rentabilitätsdruck erzeugt die patentrechtlichen Schwierigkeiten oder Möglichkeiten, die eben dazu führen, dass jeder Hersteller sein eigenes Ladegerät mit jedem Produkt ein neues Produkt verkauft.
Für mich vermischst du dort zwei Sachen. Das eine ist die Geschichte mit der Normierung. Bei der Normierung stehe ich hinter dir. Die Normierung kommt aber auch erst durch Wettbewerb zustande. Du hast erst, der Wettbewerb zeigt, welches Konzept ist das bessere. Es gibt so berühmte Beispiele aus den Zeiten, wo es noch Videorekorder gab. Da hat sich auch nicht das bessere, sondern das billige System durchgesetzt. Aber das ist eben, eine Normierung kann erst durch Wettbewerb entstehen. Du kannst Sachen nicht normieren, wenn sie nicht da sind. Du musst erstmal einen Wettbewerb haben, der eine Sache hervorruft. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Firma wie Alcatel, eine Firma wie Nokia, eine Firma wie Ericsson im Jahr 1999 gebeten hättest, bitte normiert uns doch mal ein Netzteil, hätten die gesagt, ja, machen wir einfach mal. Die Geräte haben einen Bruchteil vom Strom verbraucht, haben einen Bruchteil von den Akkus gehabt. Damit wären wir heute nicht hingekommen. Heute sind wir auf einem Stand, wo eine Technologie mature wird, wo sie reif ist und wo du sagen kannst, jetzt kann ich gewisse Normierungen einführen. Aber die kommen ja jetzt eigentlich auch, oder? Also eben, die Normierung ist ja da. Also bis auf ein Produkt mit dem Apfel drauf. Gar nichts dagegen. Und auf der anderen Seite das sagen Argument ist, das Argument ist das, es kann mehrere Normierungen aufeinander gehen. Es kann Innovation geben auf dem Standard. Was heute vielfach passiert, ist, dass der Stecker da zwar ein USB-Zeichen drauf hat, aber mit 5 Volt betrieben wird. Und er könnte auch genau gleich aussehen wie ein wirklicher USB-Mini-Stecker. Aber er sieht ein bisschen anders aus, damit Samsung keine Gebühren muss abgeben an USB. Das ist eine andere Story. Also du bist jetzt auf der Normierung unterwegs und du warst eben unterwegs auf den Handymasten. Das heißt, du hast gesagt, es gibt 3 Anbieter, die Handymasten hinstellen. Es ist eine klare Geschichte. Es gibt natürliche Monopole. Das heißt, du kannst eigentlich nur eine Eisenbahnlinie von Zürich nach Bern rentabel betreiben. Mhm. Macht auch in dem Sinne nur Sinn. Allerdings, wenn ich mir jetzt Handymasten angucke, ist für mich kein natürliches Monopol. Wenn du kein natürliches Monopol hast, macht es Sinn, dass du mehrere Anbieter hast, die dann auch ihre Handymasten hinstellen und die dann auch konkurrieren können. Die können dann attraktivere Angebote machen, als wenn sie sich untereinander abstimmen müssten. Weil dann hast du wieder ein Marktversagen, dann hast du wieder ein Kartell. Also die Frage, die wir jetzt da nicht müssen, definitiv klären, ist, sind Handymasten das natürliches Monopol oder nicht? Aber je nachdem, was wir entscheiden, wären wir uns einig. Klar. Ich möchte nur sagen, du hast jetzt hier zwei Sachen. Du hast auf der einen Seite Normierung und du hast auf der anderen Seite natürliche Monopole oder eben nicht. Das sind für mich volkswirtschaftlich zwei verschiedene Sachen. Bitte nicht vermischen. Es wird noch viel mehr. Es ist nicht der Volkswirtschaftler in mir. Mag ich nicht. Ich habe da ein paar Bildchen, aber noch ist dann nochmal ein bisschen Bildchen noch mal. Noch gemacht zu den Dienstleistungen. Da ist zum Beispiel jetzt für mich das Medikament abgebildet. Natürlich könnte man streiten darüber, ob es die Roche-Grippe gibt oder nicht. Aber der Rentabilitätsdruck hat geschafft, dass die WHO die Definition von Epidemie verändert hat, um Vertragswerk mit verschiedenen Staaten dazu zu bringen, Reserven einlagern von Tamiflu zu machen. Das ist mal so eine Behauptung und es geht überhaupt nicht um die Wahrheit halt vom Detail, sondern es geht darum, dass unsere Wirtschaft aufgrund vom Rentabilitätsdruck ein starkes Incentive, heißt das, Anreizsystem hat zum Bedürfnis erschaffen. Das Bedürfnis erschaffen, wie zum Beispiel während der Pandemieangst, kann ein Bedürfnis sein, das man nicht sollte müssen erschaffen. Das Bedürfnis erschaffen, jetzt könnte man mehr auf den deutschen Raum überschauen. Der deutsche Raum hat, glaube ich, das komplizierteste Steuergesetz der Welt, mit den meisten Büchern und Paragraphen. Vielleicht ist das das effizienteste, aber vielleicht ist es auch ein unnötiges Bürokratieproblem. Ich sehe dann auch unnötige Dienstleistungen aufgrund vom Rentabilitätsdruck im Bereich Werbung. Vom Jus könnte man das Thema Werbung ganz grundsätzlich in Frage stellen. Das kommt da noch rein. Ich habe da noch ein Bild gemacht. Aber jetzt einfach, es ist mir am Herzen gelegen, auf meiner Zelle auch sehr greifbare Beispiele zu machen, zu illustrieren. Zum Beispiel sehe ich eine Verknüpfung in unserer Kultur zwischen Drogen und Freizeit.
wo mit Rentabilitätsdruck zusammenhängt. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Zürich in allen Ausgangslokalen eine Rentabilisierung und einen Wettbewerb von den Lokalen über den Alkoholverkauf. Das heißt, man kann in Zürich eigentlich ein Tanzlokal schlecht betreiben, ohne viel Alkohol zu verkaufen. Und das ist ein starker Einfluss auf unsere Kultur, den ich hier sehe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man könnte ja ein anderes Konzept entwickeln. Aber weil das nicht rentabel ist, entgeht uns da vielleicht etwas kulturell. Vielleicht. Die Beispiele auf den grünen Zettel sind wahllos. Möglichst inspirierend, möglichst schöne Beispiele irgendwo. Ich habe hier jetzt ein bisschen unterteilt nach Problematiken mit dem Wirtschaftswachstum an sich, damit der Peter an sich und da ein bisschen mehr Geldwachstum. Aber vielleicht könnte man die ja zum Teil austauschen. Das Bild soll symbolisieren die Grossgrundbesitzerproblematik. Also wir haben weltweit eine Tendenz, dass ein Großteil übernimmt die Mehrheit von allen Agrarflächen nach Zukunft etwa 7 Betriebe gehört. Das habe ich mal gehört als Zahl. Also die Tendenz ist klar, immer weniger globale Konzerne besitzen den Großteil vom gesamten weltweiten fruchtbaren Agrarland und bewirtschaftet das natürlich auch. Und das ist vielleicht nicht unbedingt im Sinne von der Bevölkerung. Ein weiterer Bereich aus den Produkten, das soll eine Ölquelle darstellen und das ist Photovoltaik, Solarpanel, ist ich bin enttäuscht, Schokolade. Ja, Schokolade macht glücklich und da kann man nichts dagegen sagen. Wir sehen aufgrund von Rentabilitätsdruck, dass eine offensichtlich langfristig interessantere Option sehr stark im Hinterlick ist, sehr stark unterdrückt wird von einer dominanten Wirtschaftsform, die offensichtlich nicht nachhaltig ist. Das ist nur aufgrund von der Struktur unserer Wirtschaft, die über Bedürfnisbefriedigung, über Profitmaximierung strukturiert ist, eigentlich ein Paradox, dass die offensichtliche Energiewende als Bedürfnis nicht viel schneller befriedigt worden ist. Also ich erkläre mal das Bild. Ich habe vergessen, welche Dienstleistung ich damit meine. Das ist die Einkommensverteilung von der Bevölkerung. Das Verhältnis von der Fläche nennt man den Gini-Index. Der Gini-Index ist ein Index für die Verteilung vom Einkommen oder vom Vermögen in einer Gesellschaft. Ist der Gini-Index 1, sagt man, glaube ich, es ist gleich verteilt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Zahlen sind. Die Idee ist, dass hier auf der X-Achse ist die Bevölkerung, also die Menschen hier nebeneinander, und die Y-Achse wäre das Vermögen. Die Mehrheit von der Bevölkerung ist verschuldet. Und die Agipan sagen mir, die 1% haben Vermögen. Jetzt, in dieser Grafik habe ich die Achse einfach so geleitet, dass es etwa gleich viel ist. Also ich irgendwo legen oder das Verhältnis drin legen. Wenn man sie so leitet, dass es etwa gleich viel ist, dann zeigt das für mich sehr schön auf, dass ein Vermögenswachstum, jetzt Vermögen im Sinne von rentablem Vermögen, im Sinne von Geldvermögen, im Sinne von Fremdkapitalvermögen, im Sinne von verzinstem oder mit Dividenden rentablem Vermögen, dass ein Wachstum da drin keine Privatangelegenheit ist, sondern eine direkte Auswirkung hat auf die anderen Menschen in der Gesellschaft. Weil Geld, wenn man es genau anschaut und lange Zeit beobachtet, dann wird man feststellen, es schafft nicht. Es ist nicht produktiv. Und somit ist der Satz, Geld arbeitet, eigentlich ein bisschen ein vereinfachter Satz. Und das hängt dann auch mit dem zusammen,
dass wir in unserer Gesellschaft verblüffenderweise gar nicht so genau wissen, was Geld ist. Wir haben zum Beispiel auch, ich habe Geld auf der Bank. Das Geld ist natürlich nicht dort, weil sonst gibt es natürlich keinen Zins. Wenn das Geld auf der Bank wäre, wäre es im Tresor, es würde nicht arbeiten und es gibt natürlich keinen Zins. Man müsste zahlen, Gebühren zahlen. Also das Bankkonto, das Sparkonto, wo man 2% pro Jahr zahlt, das wäre vielleicht im Tresor. Aber das Bankkonto, das auf der Bank ist, ist natürlich nicht auf der Bank. Das ist das, was ich mit dem Lied gemeint habe. Du beziehst es jetzt natürlich nur auf das Geldvermögen. Das ist, ja. Oder aber aufs Rentable. Das heißt, da, wo das Vermögen, wo ein Anspruch darstellt an den Währungsraum, an den Wirtschaftsraum. Mhm. Ja. Eine unrentable Liegenschaft, wo kein Profit erwirtschaftet, aber auch das Vermögen darstellt, wenn man dem jetzt nicht gemacht. Ja, ich sag mal, wenn du jetzt natürlich so diese Bedürfnispyramide nimmst, dann gibt es ja auch andere Sachen, die für dich einen Wert haben, für dich persönlich. Das kann dein persönliches Glück sein. Und das muss nicht unbedingt in Geld ausgedrückt sein. Das ist halt immer so, wo ich sehe, wo du dann auch viele hast, die jetzt nur so diese Wirtschaftstheorie runterbeten. Die sehen halt nicht, welches Vermögen gibt es denn noch. Ja gut, aber das hier ist schon mal auf das eigentlich gemünzt. Klar. Also, das andere ist sicherlich noch interessant. Deswegen sage ich ganz, ganz vorsichtig damit sein, wie man das definiert. Man kann auch glücklich sein mit wenig Vermögen und also, vielleicht sind es auch Personen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein Glück, dass ich so mir ist wieder eingefallen, warum ich das Bild auf der Zettel gemalt habe. Und zwar sieht man da, dass aufgrund von dem Geldwachstum in unserer Gesellschaft ein Dienstleistungsanspruch entsteht durch die eine ihres Vermögens auf die andere. Im Euro-Raum oder in Deutschland, ich weiß nicht genau, was die Bilanzgrenze ist, ist eine Zahl in meinem Kopf, die sagt, 40% von allen Preisen sind schlussendlich Zinsflüsse. Also auf die eine Sichtweise sind alle Kosten immer Lohnkosten. Also auch die Rohstoffkosten, also auch die Ölkosten, ist eigentlich die Lohnkosten von dem, wo die Maschine bedient. Und von der anderen Sichtweise kann man von Grössenordnung die Hälfte als Zinskosten reden. In der anderen Sichtweise wäre Grössenordnung die Hälfte Staats. Ich verstehe nicht ganz, nur 40% sind. Das heisst, wenn ich ein Glas Wasser trinke für 3 Franken, dann ist 1,50 Franken davon ist Zins, und zwar für das Restaurant, Fremdkapital auf dem Gebäude, Fremdkapital auf der Abfüllanlage, Fremdkapital auf der Erzgewinnungsanlage, wo für das Glas, also Quarzgewinnungsanlage, wo für das Glas gemacht worden ist, auf der etc. 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 Oder VT, nur das Preis. Auf allen Preisen. Ja. Gut. Sie hat eben sehr schön auf die Problematik, wo man die sehr schön thematisiert. Genau. Jetzt einen Schritt weiter. Was sind jetzt die Lösungen, die ihr anbietet? Also ich sehe die Problematik schon, aber es ist vielleicht naiv, aber ich denke, es ist nun mal unser bestes System, das wir zurzeit haben, unser bestes wirtschaftliches System. Und mich würde sehr fest interessieren, wie wir es besser gestalten könnten. Ich kann auf das jetzt arbeiten, Igor. Ich mache mal 3 Bilder dort runter, wo die 3 Annahmen von der Marktwirtschaft symbolisieren. Wir haben freiwilligen Zugang ohne Monopol zum Markt für alle oder viele, mindestens viele. Vollständige Transparenz, das heißt total rationale Marktteilnehmer und vollständige Information, das wäre Transparenz und Kostenweisheit. Im anderen Fall hat man das auch Transaktionskosten genannt. Das ist zum Beispiel eben all die Sachen, die da jetzt nicht im Begriff sind, die externen Kosten, wo man nicht im Begriff sind. Gut, und jetzt kommen da ein paar Konzepte. In diesen Konzepten muss ich sagen, sie sind nicht unbedingt, die sind einfach jetzt assoziativ in den Raum gestellt.
Es sind da gerade zwei auf einem Zettel. Wir haben hier das bedingungslose Grundeinkommen und da ist ein Regen symbolisiert. Und zwar ist das da oben mit dem Bedürfnisknappheit, Profit, Wachstum, ist eine Denkart. Wir kommen vom Bereich Wirtschaft und Bereich Geldsystem. Wenn man Geldsystem anders denkt, nämlich in Analogie zu einem Wasserkreislauf. Als Ingenieur hat man Wasserkreislauf im Strombereich, typischerweise. Da tut man Strom mit Wasser vergleichen und man tut auch Strom mit Kraftströmen im Körper vergleichen, wenn man so bückt und gewisse Kräfte mit Wasser vergleichen. Dort auch jetzt Geld mit Wasser vergleichen. Also wir haben Regen, das Wasser fließt irgendwo durch, sammelt sich irgendwo, verdunstet wieder und es regnet wieder. Somit ist die gesamte Fläche mit Wasser versorgt. Und das ist einfach das, wo Geld müsste machen. Es müsste die Liquidität für alle Menschen, für alle Wirtschaftsteilnehmer, Marktteilnehmer bereitstellen. Wenn man das Geld mit dem Wasserkreislauf anschaut, dann ist das eine Möglichkeit, um das bedingungslose Grundeinkommen thematisch einführen, weil man sieht, es müssen die ganze Bevölkerung, auch die verschuldet sind, auch die unter Null Vermögen haben, eigentlich Liquidität haben. Sonst ist der Sinn von der Liquidität, wo der Tausch und die Marktteilnahme, also das Tauschen, ermöglicht vom Geld mit Geld. Das Geld kann den Sinn nicht erfüllen, wenn es nicht jeder hat. Darum ist das wichtig. Das Vollgeld ist ein anderes Konzept. Der Verein Monetäre Modernisierung, MOMO, lasse ich ja da auch in den Volksinitiativen. Es gibt auch eine Podiumsdiskussion zu dem Thema allein Vollgeld. Man nennt es Demokratisierung des Finanzwesens auch. Es gibt zwei Gedanken da drin. Der erste ist, dass man Geldschöpfung von den Grossbanken entzieht und in öffentliche Hand legt. Also das Geld, das in unserer Wirtschaft eigentlich als Bedürfnis gesehen wird und verkauft mit Profit, also die Produktion von Geld durch Grossbanken, erzeugt in der Bank einen Profit, so wird Geld, Gott sei Dank, wird Geld erzeugt, ja. Oder? Dass man jetzt den Profit würde ich eigentlich als Marktversagen bezeichnen, das Geld profitfrei, zinsfrei, direkt in den Markt hineingeht, zum Beispiel in Form von einer bedingungslosen, zum Beispiel in Form von einem Grundeinkommen an alle Haushalte oder an den Staatshaushalt. Ist aber unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist sozusagen eine Pumpe, wo der Wasserkreislauf in Gang haltet. Das Vollgeld sagt, die einzelnen Orte im Wasserkreislauf dürfen das Wasser nicht können schöpfen und versiegen lassen, sondern es muss eine Stelle im öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Hand, wo die Geldmenge regelt. Das Vollgeld ist nach dem Verein MOMO so anzulegen, dass Geld von der Monetative, also der Judikative, Exekutive, Monetative, eine unabhängige Staatseinheit, eine Staatsinstitution geschöpft wird und zinsfrei, also nicht mit Nationalbank zu Zins verlehnt, sondern zinsfrei an den Haushalt einfach so ausgegeben wird. Das ist eine Idee, wo man muss länger darüber nachdenken muss. Es gibt zuerst einmal ein paar Bedenken und dann auch ein paar. Also das geht doch nicht, das ist wahrscheinlich das Erste, was man so denkt, oder? Das geht doch nicht. Die Gefahr, dass der Staat dann in seiner Unfähigkeit immer mehr Geld ordert, ist identisch zum heutigen System. Wir haben heute Verschuldungsproblematik, wir haben dann mit einem besonderen System die gleiche Problematik, dass der Staat könnte über das Verhältnis leben bezüglich Geld. Wir haben weitere Thematiken. Wir haben das Thema Lokalgeld. Man hat ja lange von Globalisierungsgegner geredet. Dann haben wir das Euro-Experiment angefangen. Dann redet man heute eigentlich von der Globalisierung der Menschen, also der sozialen Globalisierung. Also, dass die Menschen und, wenn man die Menschen und die Wirtschaft so wird, dualistisch sieht, dann kommt jetzt der soziale Teil, der auch globalisiert wird. Also, Menschenrechte werden globalisiert, Frieden wird globalisiert, Kommunikation wird globalisiert, Demokratie wird globalisiert. Aber es ist trotzdem sehr interessant, dass der Druck da kann bewirken, dass Kapital vom globalen Erdball sehr schnell von einem Ort zum anderen wegfließt und das führt dann wieder in das Wasser und wieder zu, dass ein Ort verteuert. Wenn man das nicht verhindern, ist ein protektionistischer Ansatz, dann können die Lokale wieder zu dem recht hin.
Und da das Thema Börse davon, ich glaube, aus Zeitgründen würde ich jetzt wieder so nicht weglaufen. Du darfst ja auch gerne 5 Minuten mehr nehmen. Also ich lese es schon mal die ersten paar Punkte. Das ist von einem Interessent mir zugespielt worden. Das ist schon nicht mein Fachgebiet. Aber es hat mich erleuchtet im Sinne von, wow, so viele Gedanken wären möglich. Die Börse als Institution wäre reformierbar in enormem Maße. Und ich habe mir das dann auch mit dem Mensch geschrieben, ich habe es sehr gefunden. Er sagt zuerst Börsenpflicht für alle Finanzprodukte. Und da habe ich mir gefunden, oh, das ist nicht mein Thema. Habe ich nicht so ganz sympathisch gefunden auf den ersten Blick. Vielleicht gibt es da Leute, die jetzt rein emotional anders reagieren. Es ist dann spannend geworden. Er hat dann gesagt, weiter Handel mit vor allem Produkt ist getaktet nach Volumen. Also etwas, wo viel gehandelt wird, wird schnell getaktet, wird alle Minuten oder alle Sekunden ein Preis zustande kommen und nicht kontinuierlich. Etwas, wo selten gehandelt wird, kommt halt nur alle Jahr ein neuer Preis zustande. Weiter mit Börsen zurück in die öffentliche Hand, das darf nicht privat sein, sollen aber untereinander für die Handelskosten einen Wettbewerb unterliegen und wenn sie Gewinn machen, wenn die Börse an sich Gewinn macht, muss der die öffentliche Hand wie der Marktplatz sollte den Marktpreis ermitteln und nicht Gewinn machen. Wenn eine Börse an sich Gewinn macht, ist das sehr absurd im Konzept vom idealen Markt. Der ideale Markt ist dazu da, den Marktpreis zu finden, also dort, wo sich Angebot und Nachfrage trifft. Wenn die Börse an sich ein Interesse hat, einen Gewinn zu machen, nicht einfach nur ihre Kosten zu decken, sondern einen Gewinn zu machen, dann ist das verzerrt aus dem Markt. Ja? Das effizienteste System allerdings, um eine Behörde, um eine Börse zu betreiben, ist noch immer das marktwirtschaftliche. Wir haben es ja gesehen, bis in die 70er Jahre hinein waren Börsen sehr stark reglementiert. Sie waren sehr teuer. Jede Transaktion kostete richtig Geld. Jetzt sind sie relativ billig. Mhm. Und dass eine Börse nach einem gewissen Gewinn strebt, stimme ich dir zu. Dass sie allerdings keinen Gewinn machen darf, dann sind wir dort ein System, was östlich der Elbe schon mal gescheitert ist. Das müssen wir nicht unbedingt nochmal ausprobieren. Also ich habe gesagt, Gewinn muss dann die öffentliche Hand. Genau, da bin ich bei dir. Allerdings muss auch eine Börse, ein Marktplatz muss effizient sein. Und das Einzige, wie du etwas effizient hältst, ist, dass du sagst, du schaffst einen gewissen Wettbewerb. Wettbewerb um Ideen, Wettbewerb also, um Effizienz. Also das habe ich so gesagt. Es gibt einen Wettbewerb zwischen den Börsen, aber sie sind bezüglich der Handlungskosten. Ja. Also die eine darf billiger sein als die andere, dann geht man hinterher nicht traden. Aber sie sind in der öffentlichen Hand und wenn sie Gewinner werfen, dann geht der in die öffentliche Hand. Sie muss einig. Ja. Denn Dividenden und Zinsen steuerlich gleich behandeln, ist, glaube ich, ein radikaler Gedanke. Ja, also so im Schluss haben wir Planwirtschaft. Das ist ganz einfach. Ja. Alles muss der Staat einen wieder verteilen. Gleich behandeln heißt nicht. Also ich hab wenn wir Staat, wenn Planwirtschaft, wenn sie Betrieb, die gesamte Agrarlandwirtschaft betreibt. Darf ich dir gelegentlich mal einen Tipp geben? Was ich jetzt so höre, ich habe Mitte der 90er Jahre meinen Weg mal von Westdeutschland nach Ostdeutschland gemacht. Ich habe mich immer für Volkswirtschaft interessiert. Und ich habe dann mit einer Kollegin gesprochen, die hat Volkswirtschaft in der DDR studiert. Ich würde dir wärmstens empfehlen, versuch mal, ob du so ein Buch noch bekommst. Es hört sich verdächtig nach diesem System an. Ja. Problem bei diesem System ist, wir haben es dummerweise an 16 Millionen deutschen Staatsbürgern ausprobiert. Ja. Es hat nicht geklappt. Ja. Also, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Entschuldigung, muss ich unterbrechen, weil ja. Ich habe die Erde gesprochen. Kommunismus, wie ein Kapitalismus, sind realwirtschaftlich noch nie ausprobiert worden. Es gibt kein kapitalistisches Land, ja. Weil es gibt keinen Markt, keinen realen Markt, wo diesen Anforderungen entspricht. Und es gibt keinen Kommunismus für die Welt, es hätte noch nie gegeben. Das, was realwirtschaftlich passiert ist, so wie das, was wir realwirtschaftliche Demokratie nennen, hat Fehler und hat Unterschiede. Und pauschal Beurteilungen
noch, es schmeckt noch, es sieht nach dem aus, zu machen, das ist Propaganda und das ist für mich ein Überrest aus dem Kalten Krieg und globale Machtpolitik. Wenn jemand sagt, soziale Strukturen sind interessant und dann kommt es, oder was bedingungslose Grunde kommt, also das Geldsystem ist, sage ich, nach, schmeckt nach Kommunismus. Dann ist das für mich ein undifferenziertes Abblocken und nicht wirklich auf die Sache gehen. Ich würde gerne aber noch ein paar Thematiken weiterbringen. Genau, gehen wir mal weiter. Ich bremse dich hier auf. Ich habe da noch eine Idee zur Transparenz, das ist jetzt aber aus dem Minus entstanden. Ich sehe, dass in Zukunft muss eine klare Trennung zwischen einem Verkäufer und einem Gewinn passieren. Wir haben heute immer, wenn ein Mensch im Verkauf tätig ist, eine Beteiligung am Gewinn. Und wenn das weg wäre, dann heisst das, es gibt keine Wertung mehr. Und für einen Verkaufsprozess wird immer ein Mensch in Anspruch genommen, also die Dienstleistung in Anspruch genommen, die nicht bezahlt wird vom Produzenten, vom Produkt, das dann verkauft wird. Das könnte zum Beispiel sein, ich wollte eine neue Kamera kaufen, ich gehe auf ein Forum, wo weltweit alle Kameras diskutiert werden, und klickt mich dort durch, vielleicht bringt mir das, mich das zum Kaufentscheid und ich kaufe dann die Kamera, die nicht interessant ist. Da bin ich bei dir. Es ist aber eine radikale Revolution. Da habe ich noch Eigenkapital statt Fremdkapital, eine Idee, die im Islamic-Banking, soviel ich weiß, im Ansatz oder auf eine Art umgesetzt ist. Wir haben das Problem, dass wenn ein Unternehmen nicht so gut läuft, dann tendenziell das Fremdkapital verdienen wird, das Unternehmen bankrott. Das führt dazu, dass das Geldwachstum, das Wirtschaftswachstum, so weit weiterläuft, bis der Bankrott und dort mit der volkswirtschaftlichen Schaden da ist. Das ist zwar für das Geld eigentlich noch interessant, weil es das Geldwachstum möglichst lange aufrechterhält, aber für die Volkswirtschaft nicht interessant. Das heisst, eine grundsätzliche Umwandlung von Eigenkapital zu Fremdkapital, anders immer von Fremdkapital zu Eigenkapital, wäre ganz interessant. Eine weitere Idee, die ich persönlich jetzt auch sehr wichtig finde im Konzept und im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil das sich ein bisschen über die Hände spielen, ist die Thematik, dass wenn wir eine Wirtschaftsform entwickeln, wo nicht dazu da ist, zum Bedürfnis aufrechterhalten, damit man kann verdienen kann, sondern zum Knappheiten überwinden. Also nicht Knappheiten verkaufen, nicht Knappheiten bedienen, sondern Knappheiten überwinden. Das heisst, Effizienz, Langlebigkeit von Produkten etc. so weit steigern, dass der Ersatz vom Produkt gar nicht nötig ist, weil das Produkt so lange lebt, zum Beispiel. Das führt dazu, dass man Knappheiten kann beseitigen. Oder viele Knappheiten, nicht alle. Es bleiben ein paar übrig. Zum Beispiel würde ich vielleicht die letzten paar Ölreserven gleich noch irgendwo gewünscht. Vielleicht würdet auch jetzt die gesamte Landreserve von dem Land, von dem Planet noch knapp sein. Oder zum Beispiel der Seezugang ist weiterhin knapp gut. Jetzt ist die Idee, dass man grundsätzlich, wenn man das System umwandelt, dass Knappheit wirklich überwunden wird, dass dann Boden und Ressourcen, die knapp sind, müssen besteuert werden. Das geht ein bisschen in die Richtung Energie statt Arbeit besteuern, aber es wäre viel neuer definiert, wenn man sagt, Knappheit besteuern. Also zum Beispiel seltene Erde, zum Beispiel Erdöl, zum Beispiel Boden. Und Boden besteuern könnte man jetzt zum Beispiel so erklären. Man erklärt das Land für enteignet und gibt den Eigentümer das Nutzungsrecht für 100 Jahre. Und verleiht ab dem nur noch Nutzungsrecht im Baurecht für 60 bis 100 Jahre. Man verhandelt mit der Gemeinschaft, mit den Menschen, einen neuen Nutzungsrechtsvertrag, jeweils 10, 20 Jahre bevor der alte ausläuft, oder in dem Zeitpunkt, wo eine neue Investition im Bereich Immobilie ansteht. Eine ganz andere Variante wäre, dass man über den Steuertopf würde zunehmend Land in öffentliche Hand kaufen. Das wäre ohne den Begriff enteignet, denn, aber wenn man die Steuerung auch als enteignet bezeichnet, kommt es vielleicht das Gleiche raus. Und geht dann ins Baurechtskonzept über. So
So, das sind natürlich die einen Aspekte zum Geldsystem. Ich werde jetzt noch auf diese Seite gehen. Wir haben nämlich vorhin gehört über das Glücklichwerden. Und glücklich, also der Dalai Lama sagt, glaube dass Menschen, dass Menschen streben nach Glück und danach Leiden zu vermeiden. Der Amartya Sen, Ökonomie-Nobelpreisträger, sagt, Menschen streben nach Freiheit. Man möchte das Potenzialprodukt von des Freiheitsindex ersetzen. In diesem Buch Ökonomie für den Menschen beschreibt er das. Es gibt ganz andere Triebkräfte, die Menschen dazu bringen, Leistungen zu erbringen. Wir haben bis jetzt also da eigentlich nur davon geredet, dass Knappheit, Bedürfnis befriedigen wird, passiert immer darum, weil Menschen Geld verdienen. Das ist eine simple Regel, so wie im Monopoly, dass man muss fahren, wenn man gewürfelt hat. Die Regeln könnte man verändern. Und die Frage jetzt auch speziell, bei dem, was ich runtergekommen habe, ich bin ein Fan von dem, kommen wir wieder auf das zurück. Die grosse Frage ist, geht denn noch etwas arbeiten? Oder was sind eigentlich die Kräfte, die Menschen zu bringen, Bedürfnisse zu befriedigen, Leistungen zu erbringen? Und ich habe da mal zwei andere aufgeschrieben. Eins wäre also Prestige, also irgendwie einen Namen haben, irgendwie Dank erfahren von Menschen. Das andere wäre ein Sinn gesehen, dass man selber das Gefühl hat, ich mache etwas sehr Vernünftiges da. Und für mich sind das auch Triebkräfte von Unternehmern, in meinem Verständnis von Unternehmern, dazu antreiben, ein Unternehmen zu begehen. Und wenn man Occupy als Unternehmen wird bezeichnen, dann wäre für mich eigentlich das da, der Sinn, nach meinen Erfahrungen, die Triebkraft, die die meisten Menschen dazu bringt. Sie verdienen sicher kein Geld damit und da wir sehr anonym laufen und sich alle immer als Aktivist und niemals als Sprecher oder als Chef oder als irgendetwas bezeichnet, ist auch klar, dass es wohl nicht ums Prestige geht. Wir sehen hier typische Bereich Ehrenamt. Ehrenamtliche Arbeiten sind mittlerweile auch statistisch erfasst. Das sind horrende Zahlen, die da geleistet werden. Aber der Begriff Elternarbeit ist natürlich jetzt gerade im Zusammenhang mit der Gender-Problematik noch interessant, weil das heute noch eher mehr Frauen sind als Männer, die Elternarbeit leisten. Aber auch sonst ein sehr interessantes Thema, weil ich meine, das ist eine Arbeit, die jetzt nicht nur in Gender-Thematik, sondern ganz zentral für unsere Gesellschaft extrem unterschätzt wird. Es wird nicht nur der Wert unterschätzt von der Arbeit, die geleistet wird, sondern es wird auch die Wichtigkeit von der Arbeit für unsere Gesellschaft unterschätzt. Wenn man sich überlegt, in 1 bis 2 Generationen werden wir alle mal auf die künftigen Generationen angewiesen sein. Und wenn dann die halt, ich sag's mal, polemisch nur Computerspiel und frustrierte Lehrer gesehen haben in den ersten 20 Jahren, dann sieht es vielleicht nicht so gut aus. Kunst, Kultur habe ich hier zum Sinn tun, obwohl ich es zuerst beim Prestige hatte. Und das ist auch noch ein interessanter Gedanke, finde ich, ein denkenswerter Gedanke. Ich würde Kunst und Kultur so definieren, dass es die Sinnsuche vom Mensch ist. Und es ist etwas, wo alle Menschen in ihrem Leben zu einem gewissen Grad machen. Natürlich gibt es den konsumistischen Kunst- und Kulturbereich, wo ein Künstler hat und ein Konsument. Der ist natürlich hier angetrieben. Jemand, der Rockband-Sänger werden will, wird wohl durch das Prestige oder das Geld antreiben, sein, aber vielleicht nicht oder Sinn. Also, es gibt sicher im Kunst- und Kulturbereich auch heute sehr viele, die da das antreiben sind. Jetzt zu einem von meinen Kernpunkten noch. Schön, dass wir es geschafft haben. Qualität. Ich habe da ganz klein für mich notiert, Ingenieur. Also meine erste Berufsbezeichnung war Ingenieur. Die Definition von einem Ingenieur ist ein Mensch, der sich versucht, überflüssig zu machen. Und das passt nicht zusammen mit einem Konzept von lebenslangem Arbeiten oder von Wirtschaftswachstum. Weil
Wirtschaftswachstum ist Leistungszuwachs von menschlicher Arbeit. Oder man sagt einfach mehr Überrennen, aber das ist nicht mit Wirtschaftswachstum gemeint. Wirtschaftswachstum meint mehr Innovation, mehr Leistung. Und Ingenieure, die sich einfach überflüssig machen, Bedürfnisse sind befriedigt, Knappheit überwunden, die sind eigentlich sehr schädlich für das System, wo wir jetzt gerade drin leben. Qualität heisst, das Produkt geht nicht kaputt. Wenn es doch kaputt geht, ist es reparierbar. Und ich habe da kürzlich etwas unheimlich Spannendes erlebt. Nämlich ist der Vorgänger von dieser Kamera, die mich hier fehlt, kaputt gegangen. Und ich habe dann das Gerät einmal aufgeschraubt. Und es sieht so aus. Und man sieht, dass die Teile hier alle zusammen durch winzig kleine Schräubchen befestigt sind. Und die Kamera ist kaputt gegangen aufgrund von einem Temperaturschock in Davos, wo ich das Land Economic Forum besucht habe. Und ich fand heraus, dass nur eins von diesen Tausenden von Teilen kaputt gegangen ist. Das Gerät ist auch noch kaputt gegangen in dem Anlass. Das Gerät habe ich mit Hoffnung auf einen Garantiefall zum Elektrogeräteverkaufsladen gebracht. Und der Verkäufer hat es aufgeschubbt mit einem Spezialschraubenzieher, hat eine halbe Stunde lang mit der Lupe da rumgeschaut, hat dann kurz gelötet, mir das Telefon gemacht und ich habe es wieder geholt. Es hat gesagt, es sieht drinnen etwa so aus, nur dass alle Teile 20 Mal größer sind. Also sie sehen wirklich so aus, widerständig und so. Aber es hat so eine Platine da drin und so einen großen Eisen. Ein großer Eisenkern. Das ist ein Ladegerät für Akku. Und mir ist aufgefallen, dass man mit 99% weniger Ressourcenverschleiß die gleiche Leistung kann bringen kann, durch eine kleine Umwandlung von der Wirtschaftsform. Und dazu noch ein paar weitere Kommentare. Langlebigkeit. Es gibt die Firma Jura, das ist eine Schweizer Firma, die hat ein Sortiment kann von Haushaltsgeräten, hunderte von Haushaltsgeräten. Die Firma ist bankrott gegangen, fast bankrott gegangen, weil ihre Haushaltsgeräte sind halt nicht zerstörbar gewesen. Das heisst, sie hätten den Markt gesättigt und keinen Absatz mehr gehabt. Sie haben sich jetzt spezialisiert auf nur Kaffeemaschinen und die sind immer noch lang, also immer noch im High-Quality-Bereich, immer noch langlebig. Und sie haben einen weltweiten Markt und nur ein Produkt. Haben sie können überleben, haben können überstehen. Aber grundsätzlich haben Firmen, die ein langlebiges Produkt herstellen, ein riesiges Problem. Und die Frage, die jetzt inspirieren soll, ist, wie viel von unserer Wirtschaftsleistung wäre unnötig, wenn man den Ingenieuren erlauben würde, gute Produkte zu machen. Das soll die Inspiration sein. Dazu kommt der Begriff ressourcenbasierte Wirtschaft. Das ist das Konzept, das im Film Zeitgeist Moving Forward von der Zeitgeist Movement vorgestellt wird. Es ist thematisch im gleichen Bereich. Es geht darum, wissenschaftlich Knappheiten, die nicht überwindbar sind, zu eruieren und die dann tatsächlich so ein bisschen weltplanwirtschaftsmäßig zu verteilen. Es geht darum, alle anderen Bedürfnisse so ein bisschen strukturiert zu befriedigen. Dann habe ich hier Cradle to Cradle. Und Cradle to Cradle heißt von der Wiege bis zur Wiege. Das heißt, dass man könnte mit Open Source Hardware, also Open Source Software, das ist doch bekannt, Open Source Hardware, würde bedeuten, dass der Hersteller von dem Produkt mit dem Verkauf vom Produkt auch muss den Schaltplan von dem Produkt veröffentlichen oder sogar das Programm, das eine Maschine befähigt, das Gerät zu öffnen, zu reparieren und zu schließen. Und technologisch, sage ich jetzt als Maschineningenieur, ist das total Realität, total machbar. Jetzt nicht übermorgen, auch nicht mit einer Milliarde für alle Produkte, aber das ist ein Wandel, wo man durchaus könnte innerhalb von wenigen Jahren umsetzen, dass wir Open Source Hardware haben mit modularisierten Produkten. Die Kamera sehen identisch aus. Ein Teil ist der Sensor, der ist jetzt ein bisschen besser. Da hat sich etwas tun. Man hätte mir auch gesagt, der Akku sei besser, aber der alte hätte wahrscheinlich immer noch gleich gut tun. Und alle anderen Teile sind wahrscheinlich etwa identisch. Also mein Verständnis von Cradle to Cradle ist, dass du ein Produkt so designst, dass du dieses Produkt als Hersteller während des gesamten Produkt
Zyklus betreust und es auch hinterher wieder zurücknimmst. Es gibt ein Beispiel von, in Holland sind die relativ weit mit Cradle to Cradle. Da gibt es einen Hersteller, der stellt Fenster her. Das heißt, wenn du ein Haus baust, bestellst du die Fenster, wie du sie brauchst. Die sind auch dann auf dein Haus zugeschnitten. Und wenn du dann nach 50 Jahren feststellst, das Fenster ist hinüber, dann kannst du bei dem Hersteller anrufen und der hat dann schon einkalkuliert, dass er dein Fenster wieder zurücknimmt, recycelt und es wird wieder ein neues Fenster raus. Das heißt also, das ist das, was ich unter Cradle to Cradle verstanden habe. Ich habe es nicht als Open Source verstanden. Es macht natürlich in dem Sinne Sinn, wenn du ein Produkt wieder recyceln möchtest, dass du weißt, wie wurde es zusammengebaut und wie baue ich es wieder auseinander. Und das ist ja heutzutage, in einigen Bereichen kommt man so weit, dass Produkte so gebaut werden, dass du sie auch wieder auseinandernehmen kannst, dass du sie wieder sortenrein auseinander bekommst und dass du wieder das gleiche Produkt daraus gewinnen kannst. Also das sind zwei unterschiedliche Konzepte, ich bin einverstanden. Ich habe noch zwei Papierli, noch bin ich fertig, ja, mit das Ziel. Ja. Ja, und dann können wir eben wirklich danach weiter diskutieren. Genau. Market of One, das heißt, dass wir mit 3D-Printer, mit allgemeinen Maschinen, die fähig sind, irgendeinen Print zu herstellen aufgrund von einer Software, also von einem Schaltplan, wo allgemeine Produkte können herstellen, so wie ein 3D-Fräser, das heute schon kann mit Holz. Also allgemeine Maschinen, die sozusagen aus den Einzelteilen komplexe Sachen können herstellen. Das wäre Market of One, das ist FemLab zum Beispiel. Also man baut große Maschinenapparate, die sozusagen 3D-Teile aller Art können herstellen, sie können zusammensetzen etc. Das wäre ein Konzept, ein sehr weitreichendes Konzept, wo die Produktion würde revolutionieren. Es ist wie der Fordismus eine weitere Stufe. Es geht weiter, sodass man nicht mehr tut, an einem Ort produzieren und Produkte verschiffen, sondern es sind kreative Kräfte auf dem ganzen Planeten dran, Produkte weiterzuentwickeln, zu individualisieren. Market of One heisst, jedes Produkt ist einzigartig, das ist der Qualitätssprung, darum ist es auch kein Verzicht, sondern ein Mehrwert. Und man tut die Produkte, die man neu herstellt, auf das Bedürfnis anpasst und immer noch am neuesten Kenntnis optimiert, denn als sozusagen fast Einzelstück, und da kommt auch Kunst und Kultur dazu, herstellen. Sehr langwertig, reparierbar. Und, hast du das ist Market of One, das ist etwas anderes für Cradle to Cradle. Hast du darüber nachgedacht, über was du jetzt redest? Ja, sehr gut. Ja, nee. Jürgen, können wir das so machen? Ich verliere immer den Vater. Gut. Der Bio-Lifestyle ist eine ganz andere Idee, noch schnell zum Schluss. Das Prestige, wo eine kulturell wichtige Kraft ist. Und die Nahrung, die sich ein bisschen verändert. Und dann jetzt das mit Bio und so. Bio ist mal etwas anderes gewesen, als es heute ist. Und ich meinte, es gibt einen Trend, dass man in einem teuren Restaurant nicht einen lebenden Hummer, sondern eine selbstgeschnittene Aubergine isst. Jetzt als Bild dargestellt. Also je frischer und frischer, je lokaler und lokaler, je truer und realer und bioer und es gibt ganz andere Wertevorstellungen. Das ist überhaupt nicht etwas, was man jetzt erfinden und dann verkaufen kann, sondern etwas, was ich könnte entwickeln. Ich persönlich genieße es, Kräuter auf meinem Balkon anzubauen und die Kräuter frisch abzuschneiden. Ich genieße es, einen Bezug zu haben zu meiner Nahrungsmittelproduktion. Das ist etwas, was sich in dem Kontext stark könnte auf unsere Nahrungsmittelproduktion auswirken. Und zuletzt noch der Begriff Polykultur und Permakultur. Polykultur und Permakultur zeigt aus, dass im Gegensatz zu der Monokultur sehr verschiedene Pflanzen entweder in einer Koexistenz auf dem gleichen Quadratmeter leben. Und Permakultur sagt weiter, dass dort Bäume und Gemüse und so weiter zusammenlebt, sodass man nicht mehr pflügen. Also der Boden bleibt permanent produktiv. Die Kulturen sind viel arbeitsintensiver als Monokulturen, für den Mensch arbeitsintensiver, aber sie haben einen viel höheren Biomassenertrag oder Kalorienertrag als Monokulturen. Und wenn man von einer Ernährungskrise würde reden und Massenarbeitslosigkeit, dann könnte es interessant sein, zu Permakulturen zu wechseln,
Ein weiterer Vorteil ist, sie degradieren den Boden nicht, sondern machen den Boden reichhaltiger. Und man kann mit dem degradierten Boden über längere Zeit auch wieder wertvoller machen. Das sind so einige Bewegungen. Das ist schon fest. Und jetzt hoffe ich, ich kann können inspirieren, einen Haufen Ideen bringen. Es ist so a little bit of everything und es ist eine sehr spezielle Präsentationsform gewesen. Ich bin sehr gespannt um Feedback und freue mich auf Diskussionen.